Die US-Berichtssaison läuft derzeit auf Hochtouren. Mit Microsoft, Google und Amazon haben gleich drei Tech-Schwergewichte ihre Zahlen vorgelegt. Wie diese ausgefallen sind, genau darüber wollen wir jetzt sprechen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, fangen wir mit dem Positiven an, mit Microsoft. Die Zahlen konnten sich durchaus sehen lassen. Die Zahlen konnten sich durchaus sehen lassen, was den absoluten Gewinn angeht, was auch den Umsatz angeht. Man war beides mal über den Schätzungen und vor allem gespannt war man natürlich darauf, das letzte Quartal, es hatte ja nicht so überzeugt. Viele sagen ja, Microsoft ist gerade so etwas im Umbau und es hat sich in diesen Zahlen zum Positiven wiedergespiegelt. Es sieht so aus, als würde dieser Umbau funktionieren. Umbau bei Microsoft heißt Windows, das Betriebssystem. Es wird nicht mehr so gut verkauft, aber immer noch ist es der Hauptgewinn und Hauptumsatzträger. Das Geschäft verlagert sich zusehends in die Datenspeicherung, in die Cloud. Hier spricht man von einem Jahresumsatz von 6 Milliarden, sehr profitabel, rasant wachsend. Aber auch, was viele Analysten überrascht hat, das Thema Hardware, das Microsoft ja mit der Übernahme von Nokia angegangen ist, erscheint Früchte zu tragen. Man hat hier wirklich Geld verdient mit Handys, man hat hier Geld verdient mit dem Surface, mit dem Tablet. Und insofern, man scheint auf dem richtigen Wege zu sein und die Börse honoriert das auch. Schauen wir auf Amazon. Hier scheint es, als bleibe man seiner Linie treu. Der Umsatz konnte um 15% gesteigert werden. Trotzdem muss man einen Millionenverlust aufweisen. Ja, das Unternehmen ist wirklich ein Phänomen, aber nichtsdestotrotz, die Anleger lieben es. Und wenn man hier auf die absoluten Gewinne nachbörslich schaut und jetzt auch vorbörslich im amerikanischen Handel, da fällt eindeutig Amazon auf. Die Aktie ist 11% besser. Was die Zahlen angeht, die waren mehr oder weniger in Line, der Umsatz etwas besser als erwartet, aber das Cloud-Business steht auch hier im Mittelpunkt. Umsatz soll im Jahr hochgerechnet auch circa wie bei Microsoft 6 Milliarden wohl sein, aber noch schneller wachsend und man weiß ja, wenn sich Jeff Bezos in was verbissen hat, er investiert da gnadenlos hinein und man sieht es ganz klar, es wird gnadenlos investiert und es wird nicht unbedingt auf die Rendite geachtet, so hat er das schon jahrelang letztendlich gemacht bei seinem Amazon-Versandhandel, so macht er das in vielen Bereichen, aber Amazon, sie kämpfen ja ganz, ganz vielen Fronten. Wie gesagt, im Cloud-Business sind die großen Gegner. Microsoft ist eine IBM, eine SAP der große Gegenspieler. Auf der anderen Seite hat man dann ganz klar natürlich auch im Streaming-Bereich, im Inhaltebereich mit dem Kindle hat man eine Apple. Aber nichtsdestotrotz, die Anleger scheinen begeistert zu sein. Dann bleibt zu guter Letzt noch Google übrig. Hier wächst man zwar weiter, trotzdem sind die Analysten nicht so richtig zufrieden. Ja, es war tatsächlich so, man hat nicht die Top-Line, wie man so schön sagt, erreicht. Man ist leicht runtergeblieben. Nichtsdestotrotz Google, der Konzern an sich, unglaublich natürlich profitabel. Google hat auch exklusiv berichtet, wie die meisten amerikanischen Unternehmen, die starke Währung, der starke US-Dollar. Er hat etwas das Wachstum gebremst, Währungseffekte circa 5%. Aber auch bei Google nachbörslich das Niveau, wie gesagt, insgesamt die Rendite, sie ist in Ordnung. Der Kurs daher auch nachbörslich etwas besser. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Ein Wermutstropfen, muss man sagen, ist letztendlich bei Google das Wachstum im Anzeigenbereich, im mobilen Anzeigenbereich gegenüber Facebook. Hier hat man ein ganz, ganz kleines bisschen verloren. Hier scheint Facebook momentan die größere Dynamik zu haben. Und was bedauerlich ist natürlich für einen Renditekonzern wie Google, im mobilen Bereich sind natürlich die Anzeigen, die Klicks nicht so viel wert wie auf den PCs, auf dem Desktop. Aber wie gesagt, Facebook macht ja einen sehr, sehr guten Job und macht damit Google das Leben schwer. Schauen wir zu guter Letzt noch auf den Gesamtmarkt. Wie kommen die heute vorgelegten Zahlen aus der Tech-Branche in der Technologiebörse Nasdaq an? Ja, wir sehen vorbörslich bereits wirklich freundliche Kurse und das ist eine Fortsetzung der freundlichen Kurse, wie wir sie in den letzten Tagen gesehen haben. Wir haben momentan eine Outperformance der Tech-Werte. Die Anleger sind wieder bereit, Risiko zu gehen. Und der Schlussstand gestern, den wir gesehen haben, ein neues All-Time-High, das 15 Jahre alte High aus dem Jahre 2000, das wurde ausgelöscht auf Schlusskursbasis. Die Marke steht momentan bei 5050 im Nasdaq Composite Index. Und es sieht danach aus, als würden wir heute noch ein Stückchen weitergehen. Der Blick auf die US-Zahlen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.